Okay. Wieder meine Krankenakte. Ich will nichts wissen. Ich will nichts wissen. Es ist alles so verworren. Da war einer, der mich kaum untersuchte, der dann wohl dachte, mich zu kennen, zu verstehen, was mit mir passiert ist und über mein Leben entscheiden zu können. Also wieder alles auf Anfang, so wie es aussieht. Hey, das waren jetzt noch sehr verstörende Bilder gerade. Und auch der Teil davor. Ich hasse solche psychisch total durchgeknallten Sachen. Hier waren wir am Anfang doch mal, oder? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Nee, wir haben von der Seite aus geguckt, wo das hier eingebrochen war, genau. Jetzt können wir den Weg zurückgehen, so wie es aussieht. Was vorher nicht möglich war, also wenn das wirklich hier gewesen ist. Das sieht mir noch sehr danach aus. Okay. Kann man wirklich nicht öffnen? Ich komme hier doch nicht weiter, oder? Hier, okay. Projektor? So ein Filmeprojektor, oder? Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Nicht dieses Gelächter der Irren, die lachen, wenn man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen. Und dann lacht man eben, weil man Angst hat. Bestimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil es ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch, lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht, dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet, nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben Sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Hm. Können wir das stoppen? Ich würde die zweite ehrlich gesagt auch gerne mal hören. Dann müssen wir da jetzt warten, bis das komplett abgerollt ist. Rollt er das überhaupt komplett ab? Ich weiß es nicht. Ah, jetzt kann man es trotzdem nicht mitnehmen anscheinend. Okay, ich habe gedacht, man könnte das zweite jetzt vielleicht auch mal anhören. Gehen wir mal hier weiter.
War ich da schon schwanger? Also die René? Sieht so aus, ob sie so einen dicken Bauch hat. Die Frage ist, was soll das jetzt bedeuten? Okay, den habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Sie saß halt einfach nur da und hat geguckt. Soll das eine Art Radio sein oder Fernseher oder sowas? Keine Ahnung. Ventilator. Das sind doch aber trotzdem die gleichen Bereiche, wo wir schon mal waren. Oder meine ich das jetzt nur? Diesen Tisch hatten wir doch auch schon alles. Telegramm. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Ich hab's gewusst. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Ich hab's gewusst, dass die Mutter gestorben ist. Ich hab's irgendwie so im Ruhm gehabt. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles so gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Sieht wirklich so aus, als ob das jetzt genau das Gleiche ist, aber komplett anders irgendwie. Leergeräumt und... Es ist alles irgendwie krass verändert. Und hier die Treppen... Die habe ich gar nicht gesehen, glaube ich, vorher. Okay, die Tür hat sich gerade geöffnet. Gucken wir hier nochmal kurz, ob hier noch irgendwas ist. Noch keine Taschenlampe mehr anmachen. Da ist ein Loch. Wo müssen wir jetzt hin? Können wir hier einfach rausspazieren? Wenn ja, bringt uns das Ganze irgendwas? Okay, wir können ja offensichtlich nicht rausspazieren. Und was ist passiert? Ich meine... Es war ja zu Zeiten des Krieges, glaube ich. Ist das irgendwie bombardiert worden? Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin dauert 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Ich denke mal, die sind alle verschlossen hier. Ich denke mal, da kann ich nur rechts rum. Oh. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt.
René erfolgt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Okay. Und sie hat sich anscheinend aufgehangen oder habe ich mich aufgehangen? 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Okay. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien, vielleicht früher als noch als in den europäischen Ländern oder den USA. Und schon ist es weg. Oberhalb der Augenhöhle wurde in die Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol oder Formalin die Nervenfasern in dieser Region abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatten die Eingriffe nicht immer negative Folgen für die Patienten, auch wenn dies sehr häufig vorkam. Moniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin, da er in den 50er Jahren das Medikament, irgendein Medikament wohl erfunden hat. Es wäre jetzt besser, wenn man das mit Klicken hätte weitermachen können. Komm schon, ich kann nichts mit Augen sehen, Leute. Juni 1944. Die Operation ist gut verlaufen. Das ist doch Gronkh. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte.
Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen. Ja, das war The Town of Light. Ich muss sagen, es waren sehr viele, doch ziemlich verstörende Szenen drin. Wie ich relativ zu Anfang schon gedacht hatte, spielte sich vieles auch in ihrem Kopf ab. Einiges hat sie sich selber hinzugedichtet, sage ich jetzt mal. Andere Sachen sind wirklich so passiert, was ich sehr erschreckend finde. Aber wie gesagt, ich kenne auch diese ganzen Geschichten, dass eben sehr viel Schindluder getrieben wurde und an Gehirnen rumexperimentiert wurde. Ich meine, man hat ja auch gesehen, ihnen wurden teilweise die Gliedmaßen abgenommen und alles, obwohl sie ja geisteskrank waren, was damit überhaupt gar nichts zu tun hatte. Und ja, also ich fand das Spiel an sich nicht schlecht gemacht. Die Grafik war richtig, richtig gut. Gut, ich hasse Ego-Perspektiven, aber das Spiel lebt halt nun mal davon. Alles in allem muss ich sagen, fand ich das Spiel jetzt wirklich nicht schlecht. Also ich habe es ja auch im Angebot geholt. Dementsprechend war das absolut okay. Gut, wenn es jetzt nicht im Angebot ist, weiß ich nicht, ob sich das Spiel lohnt. Zumal es jetzt auch nicht so viel Spielezeit waren. Ich glaube, das waren jetzt 4 oder 5 Stunden vielleicht insgesamt. Aber wie gesagt, also ich fand das wirklich sehr gut gemacht. Für so ein Indie-Spiel auf jeden Fall. Ich liebe ja Indie-Spiele, wie ihr sicher auch an meiner Playlist erkennen könnt. Und es gab auch noch ein Video, was man anklicken konnte mit dem Lied The Town of Light. Da wusste ich jetzt aber nicht, ob ich das aus lizenzrechtlichen Gründen mit reinbringen konnte. Deswegen habe ich das mal lieber wieder rausgeschnitten im Nachhinein. Falls ihr das Spiel habt, kann ich es euch aber nur empfehlen, euch das mal anzugucken. Das ist, naja, auch etwas verstörend, sehr traurig, aber das ist halt wie das ganze Spiel gemacht. Das ist ja auch sehr verstörend, sehr traurig, irgendwie wahnsinnig stellenweise. Was ich gut fand, war, dass man immer diese Hinweise bekommen hat, wenn man auf F, glaube ich, war es, gedrückt hat. Und ja, also mein Fazit zum Spiel, wenn man auf sowas steht, sollte man es auf jeden Fall mal durchgespielt haben. Ich fand das eigentlich, ja, ganz lustig wäre jetzt das falsche Wort, aber doch sehr unterhaltsam, sagen wir es mal so. Wenn auch, wie gesagt, halt sehr verstörend und teilweise, ja, dass man gedacht hat, ist das jetzt echt oder ist das jetzt nicht echt? Oder teilweise auch wirklich gedacht hat, das muss unecht sein. Teilweise war es auch etwas creepy, wo dann plötzlich die Puppen sich bewegt haben und uns die Türen geöffnet wurden, ganz am Anfang. Und ich dann eigentlich gedacht habe, naja, vielleicht müssen wir der jetzt gleich noch über den Weg laufen und die zeigt uns noch irgendwas oder so. Wer weiß, wer weiß. Was ich sehr cool fand, war die Stimme ganz am Ende von Gronkh. Da war dann mal jemand dabei, der wirklich bekannt war. Das fand ich cool. Und ja, wie gesagt, also mein Fazit ist, wer das im Angebot kriegen kann, der kann es sich gerne holen, wenn ihr auf sowas steht. Ich werde es jetzt nur einmal durchspielen. Ich habe jetzt keine Lust, die anderen Sachen auch noch freizuschalten. Anscheinend gab es noch irgendwo versteckte, ja, Notizen, Briefe, wie auch immer. Ich meinte eigentlich, dass ich alles durchgeguckt habe, aber zumindest in dem Gang in diesem Keller oder was das war, wo die ganzen Bilder aufhingen, da habe ich nicht alle Bilder gefunden. Laut der Statistik. Und
Da könnte vielleicht auch noch das ein oder andere Dokument drin gewesen sein. Aber deswegen jetzt nochmal neu anfangen, also das werde ich definitiv nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Spiel ebenso Spaß gemacht. Und wenn alles glatt läuft mit der Aufnahme, beziehungsweise ich nicht vergesse, es hochzuladen, werde ich dann wohl anstelle von The Town of Light den Next Final Fantasy 15 ist es, glaube ich, also das aktuelle Nicht-Online-Spiel hochladen. Da bin ich dann auch schon gespannt drauf. Ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Bis dann. Ciao.